Hallo, lieber Skorpion, und herzlich willkommen zu deiner Legung. Schön, dass du da bist. Ich bin sehr gespannt, wie dein Monat Mai aussieht, und ich hoffe natürlich, du auch. Deshalb schaue ich in die Tarotkarten und am Schluss noch ein paar Engelsbotschaften dazu. Und ich mische jetzt die Karten, lieber Skorpion. Wie sieht dein Monat Mai aus? Und mit was kannst du rechnen? Womit kannst du rechnen? Was kommt auf dich zu im Mai, lieber Skorpion? So. Also, da haben wir die Liebenden umgekehrt, vier der Schwerter, zwei der Kelche und der Narr. Okay, also wenn du jetzt in einer Partnerschaft bist, dann sieht es aus, als steht ein Neuanfang bevor. Also entweder ihr zusammen oder die Möglichkeit auf eine neue Liebe. Ich denke, du hast bereits diese Person schon getroffen. Und ja, warum die Liebenden eigentlich umgekehrt? Also eigentlich, also aufrecht bedeutet das so, dass du dich sehr verbunden fühlst und die Treue zeigst oder ihr euch treu seid, diese Beziehung sehr hoch anzusehen. Und umgekehrt bedeutet das schon ein bisschen die Ungebundenheit, also nicht ganz wie auf Augenhöhe, also da schon. Vielleicht habt ihr nicht die gleichen Ziele, also der eine möchte das, der andere das, und das gibt dir vielleicht sogar ein befreiendes Gefühl. Also du, ich glaube, du kommst in eine Realisation, wo du dir bewusst wirst, dass du an niemandem gebunden bist, um gewisse Entscheidungen zu treffen, was mit dir selber zu tun hat. Also wenn du das Gefühl hast, okay, ich will jetzt meine Haare färben, dann färbst du die Haare, ohne die Meinungen anderer. Und dir wird auch bewusst, dass du nicht diese Person, deren Meinung nachgehen musst, sondern dass du eine eigene Meinung darüber hast und du wie eine Art Unabhängigkeit zeigst. Ja, und warum die vier der Schwerter? Ein bisschen in der Ruhe. Vielleicht braucht ihr einfach Zeit, um euch wie ja wieder auf der gleichen Welle zu sein. Okay, schauen wir mal weiter. Sechs der Schwerter, zweimal die sechs übrigens. Hier haben wir der Stern, drei der Schwerter und der Turm. Das ist einfach die Gedanke darüber. Also das kommt schon nicht so weit. Also was ich jetzt denke ist, oder was ich fühle, ist die Gedanke daran, mit dieser Person die Beziehung zu beenden, würde dir sehr, sehr Schmerzen bereiten. Und das weißt du. Und ich glaube, du gibst dir da wirklich Mühe, einerseits für diese Beziehung da zu sein und andererseits dich wie davon zu befreien. Also du versuchst abhängig und unabhängig zu sein, so die Mitte zu finden und wie auf den gleichen Nenner zu kommen. Und das wirst du im Mai. Und ich glaube, eben mit drei der Schwerter aufrecht heißt das Schmerzen, ja einerseits Sehnsucht, aber auch die Gedanken. Die Gedanken, was negativ ist, was Schmerzen bereitet. Und umgekehrt heißt das wie so die Erlösung, oder? Dass du einen Partner jetzt gefunden hast, wo du dich wirklich auch irgendwo fallen lassen kannst und du dein authentisches Ich zeigen darfst. Sehr spirituell, sehr schön. Also diese Person löst bei dir eine Art Befreiung aus, eine heilende Kraft, heilende Energie. Vielleicht kommuniziert ihr nicht so viel, aber ich glaube, es steckt noch eine tiefere Bedeutung dahinter, warum auch der Turm sich da zeigt. Weil ja bisher so dein Glaubenssatz bisher über die Liebe hat dich. Diese Person hat deinen Glaubenssatz verändert, dass du wieder an die Liebe glaubst. Moment schnell, ich möchte noch gerne wissen.
der Stern, warum der Stern umgekehrt ist. Weil aufrecht heißt das Wunscherfüllung, die Hoffnung, Schutz. Und umgekehrt, Irrglaube oder Trennung, ebenso die, du, eben das habe ich erwähnt, dass du nicht diese Person einfach hinter dir lassen willst, sondern dass du daran kämpfst, um diese Beziehung aufrecht zu erhalten. Vielleicht bist du irgendwo verzweifelt, weil ihr eben nicht auf den gleichen Nenner seid im Moment, aber ich glaube, das ergibt sich wieder. Ja, weil hier findet schon eine Art von Befreiung statt. Durch Distanz kommt ihr wieder näher zusammen. Verstehst du, was ich meine? Nur weil ihr also momentan nicht auf derselben Nenner seid, heißt das nicht, dass eure Beziehung scheitert. Weil schlussendlich, also ich finde, Gegensätze ziehen sich an, das hat was. Und wenn man zu gleich ist, dann ist das auch nicht mehr spannend, oder? Skorpion, mach es ein bisschen spannender. Du bist doch Meister oder Meisterin darin, das Funken zu geben. Aber bewirr dich nicht allzu sehr, dass das klappt, weil lasse das mit dem Flow gehen, sortiere deine Gedanken und das wirst du im Mai wirklich. Also es verändert sich einiges an dir und an dieser Beziehung. Okay, schau, König der Stäbe, dieser König der Stäbe steht wirklich auf dich und ist wirklich dich am Beobachten, Skorpion. Was du treibst, was du tust, ist sehr unter Kontrolle, möchte die Kontrolle über dich haben, ist sehr leidenschaftlich, beobachtet dich. Okay, okay, alright, Moment. Schauen wir weiter, auf was läuft es hinaus? Ja, spannend, spannend. Siebender Stäbe. Er zieht sich nicht mehr zurück und lässt sich nicht mehr aufhalten. Dieser Herrscher, siehst du das Gesicht von diesem Herrscher? Er meint es wirklich ernst. Dieses Gesichtsausdruck, also dieser Gesichtsausdruck, sehr ernst. Meint es wirklich ernst mit dir? Wow, okay. Und fünfter Stäbe noch, auf was läuft es hinaus? Ja, es gibt Momente, Skorpion, im Mai wirst du dich mit Menschen abfinden müssen, ich sage bewusst müssen, damit du wie wieder zurück zu dir kommst. Also, du hast das Gefühl vielleicht, ja, du wirst wie beobachtet oder du bist anderer Meinung als diese Menschen, aber das sollte dich nicht wie unterkriegen lassen, sondern du wirst wie davon gestärkt, dass du zu dir selber mehr stehst und wie selbstbewusster wirst. Und der Herrscher sieht eben schon, was du drauf hast und wer du bist, dass du auch irgendwo selber ja, wie eine Mauer um dich hast, aber dazu bereit mit ihm bist. Das bekommt schon dieser Herrscher, das Gefühl, dass du auf ihn einlassen kannst. Ja, macht das Sinn, ich hoffe schon. Aber sehr leidenschaftlich auf jeden Fall. Vielleicht Momente, die aufwühlend sind, Diskussionen, hitzige Situationen, aber das beruhigt sich wieder. Ja, das ist nicht so ewig. Also, das ist eine kurze Phase. Also, was wollen jetzt dir die Engel sagen? Also, hier haben wir Freude, Spaß und Zufriedenheit. Sehr schön. Möglichkeiten und Veränderungen. Ja, genau, mit dem Ton passiert schon vielleicht sogar einen Umzug, Skorpion. Vielleicht ziehst du um, du brichst auf, du möchtest irgendwas erleben oder sehen oder dorthin gehen. Raise your vibration, du erhöhst deine Schwingungen, du bist bereit für den Abflug. Du bist bereit, Skorpion, du bist bereit für diesen Sprung. Wow, okay, ich lasse das so stehen, Skorpion. Ich hoffe, die Legung hat dir gefallen und ich konnte dir damit irgendwie helfen. Also, ich wünsche dir jetzt alles Gute und bis zum nächsten Monat. Tschüss.